Es ist soweit. Die Kriegsglocken ertönen. Die Schreie sterbender Massen vereinen sich zu einem großen Gemetzel. Einer großen Kampagne. Eines unfassbaren, unsterblichen Imperium. Ja, willkommen zu Warhammer 3 Total War, liebe Leute. Wir spielen die Immortals Empire Kampagne endlich. Nicht diesen Nonsens von vorher. Endlich können wir richtig spielen. Los geht's. Ich stehe unter einem Embargo natürlich, ich muss aufpassen. Manche Sachen darf ich nicht zeigen. Aber bevor wir jetzt loslegen, eins vorweg, ich wollte definitiv mal eine ganz klassische Warhammer-Runde spielen. Das heißt, als Imperium, Karl Franz. Ich wette, das machen die meisten jetzt. Aber ich wollte es unbedingt jetzt mal als Mensch genießen. Als Mensch untergehen. Bitte. Bring me to my men. So, es wäre Karl Franz. Ich finde, also ich habe eigentlich immer gerne Balthasar gespielt. Aber dann haben wir dann noch Markus Wohlfahrt, den habe ich ja schon mal Let's Played. Und Volkmann der Grimmige, das war eigentlich meine erste Wahl. Defender of the Faith. Weil zieht euch mal diese Start-Location rein, oder? War die schon vorher da unten? Nee, oder? Richtig geil, guckt mal. Guck mal, wie groß die Karte ist, ja? Er hat den gleichen Spawn wie immer noch. So, bevor wir jetzt loslegen, zeige ich euch jetzt mal ein paar Sachen. Und zwar haben wir Einstellungen. Pass auf, erstmal Kommandantendetails, Karte und dann Leere. Und dann haben wir Einstellungen. Das ist jetzt sehr interessant. Also eine Sache fehlt. Und zwar steht hier nichts von Chaos-Invasionsstärke. Ich hoffe, das kommt noch irgendwie, wenn es das hier überhaupt gibt. Es gibt aber Seestraßen. Steht Straßenmarkierung auf der Kommandokarte. Seestraßen ermöglichen schnelle Reisen zwischen bestimmten Meeren und Orten. LOL. Ich habe mir keine Videos angeguckt, weil ich spoiler mich ja nie. Endphasenszenarien aktivieren sind an. Standard kann ich alles einstellen. Ich mache nochmal auf Stand. Ich hatte, glaube ich, aus Versehen was gedreht. Timer für Frühwarnungen. Rundentimer auslösen. So, jetzt haben wir hier die ganzen Events, die kommen können. Durch langen Sieg auslösen können wir anmachen. Ich glaube, das kann man auch ausmachen. Ich bin mir nicht sicher. Die schwarze Pyramide, voll der Groll, der große War, die wilde Jagd und vampirische Aufstieg. Ich glaube, das Einzige, was mich hier definitiv nicht interessiert, ist die wilde Jagd. Das ist nämlich eine Waldelfen-Invasion. Aber eigentlich müssen wir alles anlassen, oder? Aber Waldelfen? Ich habe mich halt geguckt, ne? Wir lassen mal alles an und lassen uns überraschen. Aber voll der Groll ist bestimmt irgendwas mit Zwergen, keine Ahnung. Dann haben wir die schwarze Pyramide, das ist auf irgendwas Untotes. Ich glaube, das ist unten in den von den Khemri. Vampirischer Aufstieg, das ist, glaube ich, ja, Vampirisch, sagt ja. Ein großer War. Ist schon ziemlich geil. Ja, ich muss mal genauer lesen, was das alles bedeutet. Ich bin nicht so im Fantasy-Schema drin. Gefechtsrealismus, Zeit, wir lassen das mal alles so, wie es ist. Schreibweise automatisch speichern pro Runde, das Standard, das ist ganz gut. Automatisch auf Cloud speichern, lassen wir jetzt erstmal aus. Warum auch immer das jetzt aus, das ist normalerweise immer an. Glaube ich. Und hätte jetzt normalerweise gesagt, wir machen auf legendär, was Chaos-Invasion angeht. Schwierigkeitsstufe der Kampagne. Fraktion unterliegen erheblichen Strafen oder Boni. Nee, das lassen wir alles auf normal. Ich finde das durchaus okay. Ich bin ja kein Hardcore-Total War-Spieler, der mit verbundenen Augen das Ding durchrockt. Also, so viel dazu. Jetzt wollt ihr bestimmt noch sehen, bevor wir jetzt hier loslegen, die Fraktion. Und zwar darf ich euch alles zeigen, bis auf Chaos. Ich weiß nicht genau, was ich euch da zeigen kann. Wir machen mal Tiermenschen, ja. Und zwar geht es jetzt hier nur um die Start-Locations. Der ist da oben, da unten. Ist schon geil. Ich glaube, es gibt eine Karte, die zeigt alle Start-Locations. Seit wann haben wir denn auch noch den? Kislev. Ah, okay, das ist der Dingensbummens. Plutonien. And honor. Blessings of the lady be upon auch geiler Spawn. I deem your quest. I will never auch, Alter, das sind so geile Locations überall. Chaos Dämonen. Eternal Challenger. Jetzt habe ich Norse gemacht. Chaos Dämonen soll ich nicht drauf drücken. Standard, Chaos Dämonen. Was ruckelt aber hier? Die Sadomaso-Elfen. Lol, da hinten, guck mal. Shut up, Demon. Manticores, Hydra, Dragons. Naja, weit weg von allem. So, Zwerge, jetzt kommen wir zu was Coolem. Oh, geiler Spawn. Ja, den Torik haben wir ja schon gespielt. Das war auch eine Kampagne von uns. Das Imperium hatten wir. Kazai, ja. Was soll ich mal.
Grünhäute, so, ah, das ist eigentlich meine Lieblingsfraktion. Die kommt, die spielen wir nach dem Imperium. Machen wir eine War-Fraktion, machen wir einen großen War. Und zwar ist Wurzak mein Liebling. Aber hier, guck mal, Grimgorg da oben. Guck mal, Skarsgård war vorher hier. Jetzt haben sie dahin gepackt. Wahrscheinlich sind das jetzt authentischere Spawn-Locations. Oder es passt einfach besser zur Kampagne. Hochelfen. We must there is no this world. I was born for glory. Cool. Alter, Alter. Ich hoffe, die Kampagne läuft und ist gut, so wie man erwartet. Wir lassen mal... Ich meine, das ist Korn. Ich darf nur nicht Chaos-Champions, glaube ich, zeigen. Blood for the blood god. Der ist da unten. Alter. Alter, wie der brüllt. Das ist schon ein bisschen... Chaos-Krieger war das, glaube ich. Das war das. Oder Chaos-Champions. Es gibt so viel Chaos. Kislev Ex-Menschen. Boah, guck mal. Ja, ihr mögt den warmen Süden, ne? Alter, guck mal, hier ist ja auch ein Kontinent. Norskar Nörgel. Nörgel, du Nörgelsack. Der ist da. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, Chaos erinnert mich irgendwie an so Kinder, die irgendwie aus Versehen ihre Großmutter nackt gesehen haben und daraufhin zum Chaos gewechselt sind. Oh, der ist da unten, Alter. Skaven, okay, jetzt mal die. Sind das nur 6? Ich dachte, das wären noch mehr. Okay, der war schon immer da. Der war auch mal da unten. Okay. Sehr geil, sehr geil. Also, Slanisch. Alter, er ist echt bei den Elfen? Oh Mann. Gruftkönigin. Okay. Wir müssen das jetzt alles mal durchgehen, Leute, weil das ist super interessant. Ja, ist ja okay, ich verstehe eure Needs. Ready to cast. I shall submerge Ulfwan. Das ist die Ursula aus, ne? Meerjungfrau. Vampirfürst, na, das ist nochmal interessant. Die finde ich auch sehr cool. Ah, der sitzt da unten. Ich meine, ist nicht irgendwo hier was Wichtiges? They will all flood von Isabella. Dark magic is mine to command. Lol, guck mal, der ist doch direkt beim Nörgel. Okay, was reicht? Wild Elfen brauchen wir noch nicht, oder? Wild is flame. Archie ist gut. Ich muss doch die auswählen. So. Okay, dann nehmen wir jetzt das Imperium. Karl Franz, Einstellung bleiben Standard und los geht's. Viel Spaß, Leute. Möge das Imperium obsiegen. Summon the Electocons! Summon the Electocons? Summon the Elected Counts. So war das, ne? Versammelt die Erwählten. Das spreche ich jetzt nicht aus. Okay. Naja, los geht's. Es wird spannend. Ich muss, ne, ich hatte jetzt eine Verpflichtung, euch die Spawn-Locations zu zeigen. Ne, bevor ich jetzt hier spiele, ohne das durchzugehen. So viel musste sein. Definitiv. Genau, den Speer einfach in den Mund von dem Untoten. So ist das immer gut. Naja, ich bin gespannt, wie das läuft und so. Now is the time, men of the Empire, to unite. Ja, Reiche der Unsterblichen, Beta. La 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 la. Okay, gut. Helmut Ludenhof, weg mit dem. Machen wir den jetzt erstmal. Und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen. Komm, das spielen wir jetzt erstmal, ja? Einfach so als Einstieg. Also eine Sache, ich meine, Warhammer 3 hat schon echt einen schlechten Start hingelegt. Die Kampagne war ganz nett am Anfang, aber dann merkt man, wie kacke die eigentlich war. Also meines Erachtens und fast alle, die ich kenne, fanden es gar nicht toll. Also, ne? Und, Ogas sind cool und so, aber irgendwann wurde das auch einseitig.
Und man wollte doch einfach nur mal... Wer im Kampf durch wahre Größe brillieren will, muss vorher... Nein, danke. Guck mal, was das für eine coole Karte ist, oder? Es ist, glaube ich, ein Bergwerk. Guck mal. Wir kriegen sogar mal Wege. Guck mal, das sind Straßen. Stellt euch vor, auf einer Karte. Straßen, richtige Straßen diesmal sogar. Guckt mal, dass wir das erleben dürfen. In der Geschichte von Warhammer. Sollte eigentlich ein Klack sein. Da haben sie doch irgendwas geändert. Können die jetzt irgendwie durch Einheiten durchschießen oder war das so ein Bug? Wir probieren das mal aus. Ich habe ja lange nicht gespielt. Oh ja, Mörser, die müssen also hinkommen. Los geht's. Soll ich hier hoch? Das wäre eigentlich natürlich total der Overkill, aber das ist sowieso schon ein Overkill. Männer Sigmas! Feuer! Ich weiß gar nicht, was meine Grafikeinstellungen sind. Yeah, voll daneben. Ihr werdet alle exekutiert, das gibt's doch nicht. Lieber in die Mitte. Der Verräter. Helmut Ludenhof. Guck mal, wie schön. Die laufen auch so hoch und so. Das gibt's schon nicht. Was ist mit den Mörsern los? Ich darf auch noch nicht das Bloodpack zeigen. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Deswegen ist es aus. Ne, die schießen aber nicht durch, oder? Die schießen drüber. Okay, machen wir gerade Slow-Mo. Wir machen mal, wir wollen ja nicht ganz Lab spielen hier. Fühl das Imperium! Für Franz! Sehr schön. Das war's. So die voll die Kamerabewegung wie in so einem coolen Video. So, Franzi, mach ihn weg. Er ist noch da. Machen wir da nochmal rein hier. Nochmal totes Stoß. Das war's. Oh, er ist tot. Der gute Kali hat ihn niedergemäht. Sehr schön. Karl Franzi Boy. Helmut Ludenhof. Reichland. Bald Großimperium. Guck mal, 146 Kills. Sehr schön, so fängt das an. 6, aber davon ist ja einer der Anführer. Zählt als 1000. Mindestens. Guck mal, 62 Verluste, Schande. So, was nehmen wir denn? Armeeverstärkung, Einheitenerfahrung oder nehmen wir ein bisschen Gold? Wir nehmen ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen die Gefangenen malträtieren. Ach, guck mal, hier, weil hier das Bergwerk ist. In der Tat, eine prestigeträchtige Handlung.
Alle Anführer des Imperiums müssen kampfbereit sein. Guck mal, wie die Kampagnenkarte aussieht. Irgendwas fühlt sich anders an. Etwas, smoother oder so. Einfach, man erkennt alles sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das war ein bisschen mehr Details auf jeden Fall auch. Und alles etwas deutlicher. Hat jetzt immer mehr was von Warcraft, muss ich sagen. So ein bisschen. I am Prince and Emperor. Forschung. Machen wir erstmal Forschung. Ja, ja, komm, geh weg, du beratende Lappen. Gehen wir zuerst auf Wachstum und Kontrolle. Oh, schön. Oh, es hat geblinkt. Bauen. Ach komm, wir machen erstmal das hoch. Who calls? The Empire. Ich mache erstmal Truppen inspirieren. Und dann holen wir uns jetzt Grünburg. Führersieg, ne? Was müssen wir dann wohl spielen? Ah, ich hätte noch rekrutieren können. Ah, ne, ich habe die Runde ja noch gar nicht beendet. Ja, los geht's. Cool. Mann, was freue ich mich. Die ganze Zeit wollte ich schon spielen. Natürlich ist es mir eine Ehre, vorher spielen zu dürfen. Und ich schäme mich natürlich, vorher spielen zu dürfen. Aber ich muss mich opfern. Ich muss mich opfern. Das leidige Leiden eines YouTubers. Okay, die Burg kommt mir bekannt vor. Ich bin jetzt gespannt, wie oft... Ne, ich hoffe... Eure Streitkräfte sind bereit, die Verteidigungen zu stürmen. Doch ich rate zur Vorsicht. Ihr steht einer verschanzten Armee gegenüber, die Zeit hatte, sich vorzubereiten. Wer baut denn sowas? Wer baut denn so eine Burg? Die hat ja gar keine Mauer. Lol. Ist das cool. Wäre cool, wenn man hier kämpfen könnte. Hier so. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach oben. Wir können ja hier einfach reinmarschieren. Ich bin doch nicht blöd. Und gehe da von unten nach oben. Ich kann auch hier reingehen. Das wäre sogar noch besser. Aber ich nehme den Choke hier. Ich habe Mörser. Sollen die doch alle hier hinkommen? Reichsguard Knights? Aha. To battle! Oh ja. Time for fighting. Time for wegrenning. Auf jeden Fall. Oh, wir haben ein bisschen was da oben getroffen. Gehen wir den mal vor. Warte mal, werden wir auch getroffen von irgendwas? Haben die Türme hier? Ah ja, die haben ja diese bescheuerten Türme. Ja, oh Gott, das ist immer noch so voll das Relikt aus der Vorgängerkampagne. Schrecklich, die Dinger, ey. Auch hässlich, wie die Nacht. Hässlich wie die Nacht. Feuer! Der Sieg ist nah, das war's schon. State Troops ready! For Heldenhammer! Go! Rexguard Knights! Komm, mach die weg. Scheiß auf die Türme. Komm, ihr haltet das schon. Feuer! Ja! Ja! Das sind nur Speerträger. Jetzt kommen wir mit Bietenhandkämpfern. Wir sind Sigmas S! Das Gute ist, wenn wir jetzt noch auf Falten stellen, dann guck mal, die schießen immer weiter, auch im Nahkampf. Das finde ich richtig gut. Richtig geil. Das haben die von uns auch nicht so gut gemacht. Okay, wir schießen jetzt mal hier rein. Also einfach hier rein. Scheiß drauf. Genau, so macht man das. Oh, was haben wir denn hier? Kenn ich gar nicht.
Das sind Barrikaden, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen uns mal gerade mal vorbei. Aber das ist ja kein Problem. So, opfern wir ein bisschen. Die Kavallerie kommt! Oh, da sind wir schon durch. Tja, da kommt leider ein bisschen Kavallerie. Einmal durch. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein! Ah, oh, Mist! Weiter drauf, weiter drauf. Mal den Rest. Guck mal, wie der Hammer leuchtet und alle anleuchtet. War das vorher auch schon so? Das fällt mir jetzt das erste Mal auf. Komm, hau doch einfach drauf. Die sind noch überall blaue. Was brennt denn da? Diese Häuser sind so geil. Das erinnert mich auch ein bisschen an Morpork irgendwie. Das war's, wir haben gewonnen. Sehe ich durch das Schlachtfeld an, ist es nicht schön. Warte mal, verschwinden da gerade Leichen? Ah, ne. Ich hab die doch immer auf Maximum. Ach ja. Guck mal, wie die Beute. Ach, guck mal. Das ist doch auch mal eine Lösung, ne? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ohne, dass das Zeug vor allem so aufploppt. Okay, sehr schön. Ja, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Chaos-Invasion gibt. Das würde ich jetzt gerne wissen. Ob es das jetzt überhaupt noch gibt. Ob da irgendwie die Welle des Todes kommt. Helm der Zwietracht. Naja, mal irgendwas. Oh, wir machen einfach nur besetzen. Ist ja eigentlich Heimat. Milizionär. In Irrelevanz. Bring me to my men. I command here. Ist die Frage, ob ich die irgendwann noch benutze. Entschuldigung. Hier, Bilan-Kämpfer und, okay, das ist erstmal an. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Standard-Kampfwerte. Ich mach das immer so, ich weiß auch nicht warum. So. Prince and Emperor. Okay, dann haben wir da noch Nullen. Uberstreik brauchen wir noch. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rekrutieren. Aus Kurfürsten Staatstruppen rekrutieren. Karoburger Bienenhandkämpfer. Ist das geil, oder? Ist das episch? Oh ja. Erstmal ein paar. Also ich finde die Standardtruppen super. Deswegen bleiben wir erstmal dabei. Bleiben eine Runde in Grüneburg und dann gehen wir los. Grünburg, Entschuldigung. Beim Komet. Okay, dann mal kurz, ne? Erstmal Handel. Talabe-Clan.
Sollen wir denen noch ein bisschen Geld abschwatzen? Aber eigentlich... Eigentlich bin ich ja nicht so... As you say, sir. Norland. By Sigma's will. Come in. Alter, guck mal, jetzt ist schon eine große Bucht. Guck mal, jetzt haben sie eine Bucht. Nee, warte mal. Ist das eine Bucht oder ist das verseucht? Also ich hoffe ja, dass diese Chaosverseuchung nicht wie bei der Vorgängerkampagne ist, ne? Da muss ich echt brechen. Wo dann auf einmal alles verseucht ist, von jetzt auf gleich oder so. Das war schon äußerst ugly. Okay, da geht noch nichts. So, surely. Kann ich halt Geld anbieten, aber habe ich es nötig? Who calls? By Sigma's will. Coming. Agreed. Agreed. Direkt. Yes. Okay, machen wir erstmal eine Runde. Ja, es wird viel Konföderation geben. Finde ich immer blöd, aber wir müssen das machen, damit wir auch die Helden bekommen und so. Aber wir müssen auch das Reich stärken, bevor die Chaos-Invasion kommt. Ich versuche halt nicht, meine Leute zu bekämpfen. Es sei denn, die erklären mir Krieg, weil oftmals tun die das hier. Nullen und so. Alter, guck mal, wie das durchrauscht, oder? Das ist krass. 272! Euer Imperium ist ein Leuchtfeuer der Zivilisation in einer wilden Welt, Herr. Es ist eure Aufgabe, nein, euer Privileg, dafür zu sorgen, dass es nicht in die Hände der zahlreichen Feinde fällt, die seine Grenzen bedrohen. Studiert gründlich eure eigenen Stärken und die eurer Widersacher. Geh weg, ich bin Karl Franz. Ich weiß, was ich tue. The Empire. Come then. Only Komm, Norland. Can judge it worthy or no. Bedrohen? Ach, scheiße, brauchen wir nicht. Das haben wir nicht nötig. Sigma's will. Ja, Marienburg wird noch wichtig. Das ist ja unser Gold. Das ist so die Goldquelle. Guck mal, jetzt haben sie drei Provinzen. Hatten die vorher schon drei? Das ist neu. Arnau, guck mal. Mein Gott. Haben wir sonst noch was? Hirschburg ist neu. Was zur Hölle? Och, jetzt sind die schon draußen. Guck mal, die sind ja viel agiler. Och, könnt ihr nicht wieder zurück zum Wald gehen? Geht doch bitte zurück in den Wald. Oh, den haben sie neu gemacht. Glaube ich. Oder ist es einfach noch nicht aufgedeckt? Super, Alter, diese Kampagnenkarte, ne? Also damit setzt Warhammer definitiv, ich meine, Total War einen Grundstein wieder, wie die nächsten Kampagnen aussehen müssen. Ich meine, schaffen sie es nochmal nach dem Game irgendwas zu machen, was so gut ist? Weil die letzten historischen Games waren ja alle nicht so der Knaller von denen. Leider. Also, viele fanden es gut, ich nicht. Politik des Imperiums ist nie einfach, mein Herr. Scheiße, können wir nichts machen. Aber das ist eine Möglichkeit, den Kurfürsten eure Macht zu demonstrieren. Ja, ich kann mich jetzt festigen, aber ich kann nichts machen. Prestige 200. I see no other option. Das sollte ja wohl gehen, oder? Überstreik. Überstreik. Summon the Elector Counts. Ja, knapper Sieg, das ist ja wohl ein Witz. Das müssen wir jetzt nicht nochmal spielen. So. Is it time? Oh, Schlachtross mit Rossharnisch. Oh. What? The nation calls. Haben wir jetzt einfach bekommen. Wir gehen auf Angriff. Was ist das eigentlich? Ja, wir wechseln das Tier, aber... Okay. Ready. Ready. Yes. Gut, dann nehmen wir noch ein bisschen Bogenschützen mit rein, so zwei, und dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Ja, hier haben wir die Kurfürsten. Beziehung verbessern mit Goldorden, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber wie viele Punkte haben wir denn? Also was wir auf jeden Fall machen müssen, ist so eine Nachbarn, also Wiesenland. Ja,
Zählt das eigentlich direkt schon? Yes. Welcome, my country. Welcome, my countryman. Who calls? Komisch, der geht gar nicht los, aber das ist jetzt der einzige Weg hier. Seid ihr, nimmt jetzt ein Schiff und erobert Altdorf. Ende. Und das war die Geschichte vom großen Karl Franz, weil diese Schmach kann man sich nicht bieten lassen. Now. Nee. Nee, wir warten noch eine Runde. Nehmen wir noch ein paar mehr Soldaten mit rein. So, jetzt können wir mal richtig bauen hier. Machen wir erstmal Moneten. Ist die Frage, ob ich jetzt hier, was ich hier noch reinmache. Ich meine, Kavallerie wäre auch wichtig. Ich muss die Musik mal ein bisschen lauter machen, die ist so cool. Okay, liebe Leute, wir nähern uns leider dem Ende der ersten Folge. Und es werden noch viele Folgen. Ich bin gespannt, wie weit ich die Kampagne spiele. Gucken wir mal. Mindestens ein kleiner Sieg. Sollte es schon sein. Oder wir verlieren. Und kämpfen bis zum Schluss. Wer weiß, wer weiß. Also, liebe Leute, ihr seid die Besten. Ich danke euch fürs Zusehen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und Däumchen da lassen, wenn ihr wollt. Müsst ihr ja nicht. Zwingt euch keiner. Ihr seid die Besten. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Für den Imperator, nicht vergessen.